Ich zeige euch die besten Verteidigungsanlagen für eure Minecraft-Base. Und damit niemand sagen kann, es sei unmöglich, machen wir das Ganze im Survival-Modus. Ich beginne mit dem Bau der einfachsten Verteidigungsanlage und arbeite mich langsam nach oben bis hin zu den wirklich Verrückten. Und natürlich machen wir das alles in meine Crafted Elf Base, die bald fertig ist. Wir haben hier im Schloss noch einige freie Räume und das werden wir natürlich ausnutzen, um dort unsere Abwehranlagen hineinzubauen. Und die Nummer 1 bauen wir etwas weiter oben hinein und zwar in das Gebäude hier. Nicht das große leere hier, da kommt gleich die nächste, etwas effizientere Verteidigungsanlage rein. Nein, sondern in diesen Raum hier. Das sieht etwas unscheinbar aus und das ist gut so. Den werden wir jetzt so umbauen, dass er relativ schnell sehr tödlich wird. Ich möchte es so bauen, wenn ich verfolgt werde und auf der Flucht bin oder wenn ich merke, hier kommen Angreifer rein und ich muss mich verteidigen, dass ich mich hier auf die Treppe stellen kann und dann ganz einfach einen Pfeileregen auf die Gegner loslassen kann. Dafür brauchen wir natürlich jede Menge Pfeile, aber keine Sorge, ich habe vorgesorgt, denn in der Monsterfalle hier ist jede Menge drin. Und wenn ihr neugierig seid, welche Verteidigungsanlagen später noch kommen, lasst mich euch so viel verraten, wir brauchen das alles dafür. Ich mache schnell neue Schalkerboxen, färbe die alle dunkelgrau ein und fülle sie dann eine nach der anderen mit Pfeilen auf. Alle sind voll. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir bauen das Ganze in die Decke oder wir bauen das Ganze in den Boden. Und zur Veranschaulichung machen wir natürlich einmal beides. Denn Decke ist effizienter und Boden ist recht hübsch versteckt. Ich beginne mit der Decke und dafür müssen wir erstmal die Dekoration raushauen, die wir bisher reingebaut haben. Und eine neue Decke einziehen. Eine Decke aus Dispensern. Die dürfen wir dann auch alle mit Pfeilen füllen. Die Dispenserdecke ist eingezogen und jetzt brauchen wir natürlich einen Weg, um alle Dispenser anzusteuern und auch zu aktivieren. Und ihr seht, ich habe da in die Ecke eine kleine Falltür eingebaut. Das wird der einfache Mechanismus, mit dem wir dann hier das Inferno losbrechen lassen. Zuallererst muss der Mechanismus nach hier unten gehen. Wir haben hier die Falltür, die wird beobachtet und das Signal wird an den Pisten weitergegeben, der dann einen Redstone-Block schiebt. Zack, nochmal zumachen die Falltür. Aus. Wir legen jetzt das Redstone-Kabel hier in den hinteren Bereich und werden dort einen Kanal legen, der das Signal nach oben schickt. Auch das ist wieder ziemlich einfach zu machen. Wir bauen einfach einen Fackelturm. Am oberen Ende vom Fackelturm einfach eine Redstone-Leitung legen und die legen wir dann oben auf die Dispenser drauf. Und die hört sich schon klackern. Das zeigt eindeutig, dass sie angesteuert werden. Und das Signal reicht sogar bis in die hinterste Ecke. Und Action. Weil wir aber natürlich nicht wollen, dass die Dispenser nur einmal auslösen und einmal Pfeile nach unten schießen, sondern wie ein Maschinengewehr andauernd, müssen wir noch eine Kleinigkeit mit Beobachtern reinbauen. Der Pisten schiebt einen Beobachter. Und die zwei Beobachter beobachten sich einfach gegenseitig, wodurch sie ständig am Blinken sind. Leider musste ich dabei gerade lernen, dass ich so ein Redstone-Signal nicht auf eine Fackel übertragen kann. An alle Redstone-Profis da draußen, wieso geht das nicht? Und geht das irgendwie anders? Ich umgehe das Problem jetzt einfach, indem ich da eine Redstone-Leiter aufbaue. Diesmal teste ich aber gleich, ob es funktioniert. Aber es scheint zu funktionieren. Wir kriegen das Signal nach oben. Das Einzige, was wir wahrscheinlich machen sollten, ist an der Stelle hier einen Repeater einzubauen, damit das Signal auch lang genug ist. Und wie ihr sehen könnt, haben wir das Signal jetzt endlich oben. Und vom Zuschauen wird mir schon schlecht. Jetzt wird es Zeit für den ersten Test. Wir schauen, ob auch wirklich alle Dispenser ausgelöst werden. Und mit allem meine ich eigentlich nur die an den Seiten, einfach um zu testen, dass da auch alles klappt. Scheint zu funktionieren. Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert, wenn jetzt alle mit Pfeilen aufgeladen sind. Uiuiui. Damit hätten wir den oberen Teil bereits geschafft und müssen es jetzt an den Teil hier unten drunter machen. Im Boden fangen wir ganz genau gleich an. Wir schlagen erstmal den Platz frei, wo im Boden die Dispenser hin sollen. Ich nehme jetzt die 10 hier in der Mitte, weil das ist wahrscheinlich der Bereich, in dem man am ehesten laufen wird. Und nachdem wir oben so viel Feuerpower haben, können wir unten ruhig ein bisschen sparen. Unabhängig davon kann ich die Technik nur so. Jetzt habe ich auf einer Seite der Dispenser Platz frei gemacht und da packen wir überall Redstone Repeater dran. Und dahinter Redstone. Und dann müssen wir ganz einfach nur dieses Redstone hier entsprechend verkabeln. Zack, zack, dass es hiermit angeschlossen wird. Schon sind die ebenfalls angeschlossen. Den Fehler, den ich hier gemacht habe, ich darf hier keine ganzen Blöcke verwenden, sondern muss auf Stufen zurückgreifen, damit sich das Redstone-Signal nicht nach unten überträgt. Ihr seht schon, ich bin auch noch Redstone an Übung. Bei engem Raum muss man immer kreativ werden, deswegen musste ich leider ein bisschen die Technik hier umbauen, habe einfach mit einer längeren Beobachtungsreihe unseren An- und Ausschaltmechanismus hier rübergeschoben und jetzt das Signal hier hochgelegt und ihr hört es an der Lautstärke, es sind noch mehr Repeater, die klickern. Kurzer Test, ob der hier auch funktioniert. Yep, auch die hier hinten werden über den hier angesteuert. Wenn ihr jetzt sagt, ja, und wo ist der Boden hin? Das kriegen wir gleich in den Griff. Denn dazu stürze ich mich einmal in die Tiefe und fliege ins Lagerhaus. Und dort holen wir uns eine Menge Cyan. Wolle machen Teppich. Den können wir jetzt einfach über die komplette Redstone-Geschichte oben drüber legen und auch über die Dispenser. Und schon liegt hier einfach ein scheinheiliger blauer Teppich.
Teppich im Raum. Fertig. Der ganze Boden ist kaschiert und man sieht nichts mehr. Bevor ich jetzt die Decke auch noch verstecke, müssen wir einmal alle Dispenser laden. Sie sind alle fertig geladen, aber ich konnte sie nicht mal ganz auffüllen. Alle Kisten leer und die Dispenser sind vielleicht zur Hälfte gefüllt. Nicht mal. Nicht mal zur Hälfte, eher zu einem Drittel. Hier unten noch mehr drinnen, hier hinten deutlich weniger. Jetzt verschließen wir den Boden, aber auch die Decke. Und ihr werdet nachher sehen, das gibt zusätzlich Flair, wenn wir hier Falltüren dran bauen. So, wenn du jetzt hier reinspazierst, hast du einfach einen Raum mit Teppichboden und Holzdecke. Aber ich sag mal so, der ist tödlich. Habt ihr das gesehen? Oh Mann, ey. Boah, wie viele Pfeile der einfach ratzfatz vom Himmel regnen lässt. Und ich muss sie wieder nachfüllen. Sollte ich so ein System nochmal bauen, dann nur mit automatischem Befüllsystem von oben. Das kriege ich nur platztechnisch hier leider nicht unter. Damit wäre der Verteidigungssystem 1 eingebaut. Wenn euch das schon gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, an wem wir das System bei nächster Gelegenheit ausprobieren sollen. Stufe 1 ist abgeschlossen. Widmen wir uns jetzt Stufe 2. Für Stufe 2 brauchen wir eine völlig intakte Schaufel, 2 Schalkerboxen, nehmen wir 3 mit, lass 4 draus machen und jede Menge Sand. Dafür fliegen wir hier drüben in die Wüste und verunstalten die ordentlich. Bis zum letzten gearbeitet. Schaut sie euch an, noch 68 Haltbarkeit. Dafür haben wir 4 Kisten Sand. Das ist wahrscheinlich viel zu viel, aber hilft auch für zukünftige Projekte. Ab nach Hause. Zurück im Schloss, aber wir müssen noch einen kurzen Abstecher im Nether machen. Und zwar bei der XP-Farm. Die Schaufel muss repariert werden. Fertig. Und dann machen wir aus Sand und Gunpowder jede Menge TNT. Vielleicht habe ich ein bisschen zu viel Sand geholt, aber das hier soll dann TNT für die erste Nummer reichen. Denkt dran, für die letzte Aufgabe brauchen wir höchstwahrscheinlich das ganze Gunpowder, das wir haben. Und eigentlich noch viel, viel mehr. Wir brauchen allerdings nicht nur normales TNT, sondern wir müssen daraus später TNT-Minecarts machen. Deswegen stecken wir gleich mal ein bisschen Eisen ein und speichern das für nachher. Das nächste Abwehrsystem kommt vor diesen Raum hier. Und zwar in den großen Raum hier. Und nachdem das, was mit TNT zu tun hat, müssen wir den Raum sprengsicher bauen. Und nein, dafür möchte ich kein Obsidian verwenden. Ich zeige euch eine andere Methode, wie wir das hinbekommen. Zuallererst bauen wir den Sprengmechanismus hier ein. Ziel wäre es, wenn ich hier verfolgt werde, dass ich hier stehen kann und per Knopfdruck TNT-Minecarts auf die Gegner regnen lassen kann. Schritt 1 ist getan. Das wird der Gang sein, den man entlang geht. Und hier wird es TNT-Minecarts regnen. Wir müssen noch schauen, welche Höhe wir da genau anpeilen. Deswegen bauen wir einen Test-Dummy. Bevor wir aber ein Testobjekt bauen und hier alles in die Luft sprengen, müssen wir das Ganze halbwegs sprengsicher machen. Und ihr seht schon, ich habe hier Treppen und Stufen verwendet. Die können wir waterloggen. Und dann können sie nicht mehr gesprengt werden. So, einmal eine unendliche Wasserquelle hier. Und dann müssen wir hier Stück für Stück alles fluten. Das Ganze sollte jetzt sprengsicher sein. Wir können es einfach mal testen. Und da wird es jetzt spannend, wie nah können wir da an die Seite rangehen und an die. Testen wir auch mal. Aber mal sprengen. Ich sage, wir sprengen da hinten was weg. Leider ja, und das ist natürlich nicht gut. Oh, und ich habe die Technik geflutet. Wir müssen also an der Stelle hier auch noch sprengsichere Elemente einbauen. Das kriegen wir auch über Treppen gelöst. Müssen es halt nur schnell korrigieren. Okay, neuer Versuch. Hat gehalten. Sehr schön. Andere Seite passen wir entsprechend an. Die ersten zwei sind in Position und ich kann euch ehrlich gesagt noch nicht sagen, ob das Ganze funktioniert. Ich wollte ursprünglich Vollgas geben und 4 Stück auf jeder Seite, aber ich glaube, wenn sich 2 Minecarts oben in der Mitte berühren und dann findet die Explosion hier oben statt und ich will sie da unten haben. Wir testen jetzt erstmal nur 1. Hier ein Minecart rein und ich habe das Ganze so gebaut, dass wenn ich hier eine Rakete zünde, sollte eigentlich, halt hier wahrscheinlich, sollte eigentlich Minecart runterfallen und boom. Da haut es hier sogar die Bilder von den Wänden. Und meine Teppiche werden weggesprengt. Das finde ich nur mäßig cool. Aber ihr habt gesehen, es funktioniert einwandfrei. Sollen wir? Ja, komm, wir machen den Test. Wir laden beide Seiten mit Minecart auf. Rechts ein Minecart, links ein Minecart. Feuer. Nein, was? Hallo? Wie kann der was... Au, oh, die Explosion ging bis hier rein, aber da muss doch... Dann müssen wir das hier auch noch waterloggen. Überall müssen wir waterloggen. So, und jetzt ist der eigentliche Plan, das Ganze so zu bauen. 4 Stück. Alle werden sie geladen. Und alle spucken sie TNT-Minecarts nach unten. Kann nur sein, dass das eine Nummer zu krass ist, aber wir finden es aber nur raus, indem wir es testen. Alle angeschlossen. Ich sollte mich gesund essen. Und dann zünden wir eine Rakete, nehmen ein Stößchen Abstand. Das sprengt sogar bis hier raus. Also hier auch noch wassersicher bauen. Ich habe nochmal alle geladen für einen zweiten Test. Ein bisschen mehr Wasser ist da. Ich möchte sehen, wie viel kaputt geht. Dementsprechend müssen wir die ganze
Falle etwas justieren. Damit müssen wir die ganze Verteidigungsanlage etwas justieren und schwächer machen. Ja, sie sprengt halt leider immer bis hier rein, aber das schaut noch soweit gut aus. Ja, jetzt wird's langsam kritisch, was hier alles sprengt. Ich schwäche es ein bisschen ab. Dafür nehme ich jeweils die ersten hier in der Reihe vom System. Das heißt, nur die mittleren beiden haben noch Sprengkapazität. Das testen wir, was passiert. Auch das sprengt deutlich mehr als gedacht. Ich hätte es viel höher bauen müssen, dass sie weiter runterfallen. Die Verteidigungsanlage steht. Wir können jetzt hier hingehen, eine Rakete zünden und ihr seht, da tauchen sie auf. Zack und explodieren. Wir haben noch einen Nachteil hier mit dem Teppich. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Was ich mit euch jetzt machen möchte, ist eine zweite Runde zünden. Yay, yeah, und immer einen Schritt weggehen. Das ist sonst recht gefährlich. Aber nicht nur das, nein, wir müssen hier oben auch ordentlich auffüllen. Und dann packen wir natürlich alle Minecarts hier oben rein. Und die werden automatisch in die Dispenser einsortiert. Ich habe gerade aus Versehen eins gezündet. Uhuhuhu. Das System ist komplett vollgeladen. Ich mache hier die Luke dicht, weil ich habe hier noch einen weiteren Ausgang. Und ab sofort kann ich von hier drinnen munter irgendwelche Verfolger sprengen, ohne dass mein System kaputt geht. Die Ausnahme ist noch der Boden hier. Und ich konnte schon den ersten in die Falle locken. Mehr oder weniger. Schaut euch mal den Clipper. Ja, mit den ganzen Geheimverstecken, Kroko, da kommt was hinzu. Aber ich hab dich schon gefrontet in meiner Folge am Anfang. Wieso das? Ich habe Angst, der Boden sieht so gefährlich aus. Es war so klar. Es war so klar, dass da irgendwas ist. Aber der Witz ist, es ist halt nicht der Boden. Hä? Wo kommt das dann in die Decke her? Keine Ahnung. Cole sagt gerade, auf manchen Servern werden Bondenboote beim Server Restart gelöscht. Hey! Stopp, stopp, stopp. Ihr habt gesehen, Janus wollte nicht hier hingehen, weil er den Teppichboden erkannt hat. Die Decke allerdings nicht. Folglich würde ich sagen, wir bauen hier unten den Boden wieder raus und lassen die Falle rein in der Decke. Dann ist sie weniger auffällig und trotzdem genauso tödlich. Und schwupp. Boden ist ausgetauscht. Jetzt können wir hier relativ problemlos sprengen. Wir müssen natürlich immer mal wieder noch ein bisschen Teppich hinmachen. Und auch die eine Fackel bleibt uns nicht erspart. Aber im Großen und Ganzen relativ schmerzfrei zu nutzen, die Verteidigungsanlage. Ich habe jetzt hier zwei starke Jungs zur Hilfe, denn ich brauche Blazes. Und die müssen wir zum Schloss bringen. Und die zwei haben sich mehr oder weniger freiwillig dazu bereit erklärt, mir zu helfen. Seid ihr begeistert? Ich werde bezahlt. Ich habe gedacht, wir gehen Blümchen pflücken. Also ihr wisst, ihr merkt, die Jungs haben Ahnung, was passiert. Ja, wir haben Feuerresistenztränke. Mehr haben wir nicht. Okay, los geht's. Stürmen wir das Nether, suchen eine Festung und schauen, ob wir die Dinger herbringen können. Eine Nether-Festung war schnell gefunden. Das war schließlich auch die einfachste Aufgabe. Wir fanden auch dort einen Blaze-Spawner. Der war Gott sei Dank schon so eingebaut, dass wir ihn gut verwenden konnten. Alles, was wir machen mussten, ein paar Schienen hineinlegen, um dann die Blaze mit einem Minecart nach draußen zu fahren. Dann begann der härtere Part. Wir mussten die Location von meinem Schloss, also das Portal dazu im Nether, mit der Location der Blaze verbinden. Und das benötigte ein Schienennetz einmal quer durch den Nether. Aber wir waren viele Leute. Und schwuppdiwupp war auch das fertig. Ein-, zweimal getestet, ob die Verknüpfung vom Netherportal stimmt. Und schon machten sich die Blaze auf Reise und wurden eine nach dem anderen zum Portal geschickt und dann hindurch zum Luftschloss und zwar genau ins Depot, wo sie jetzt auch stehen. Solltet ihr euch fragen, warum Blaze? Ganz einfach, weil sie auf alles schießen, was irgendwo herumläuft. Also genau genommen auf Spieler. Und es ist nie schön, wenn man brennt und attackiert wird. Und das möchte ich mir zunutze machen, um hier den ein oder anderen Verteidigungsturm zu bauen. Und ich baue es mit Absicht hier unten in den Turm hinein, weil alles, was Holz ist, relativ leicht von den Dingern angezündet wird. Und ich habe keine Lust, dass mir alle Holzebenen hier in meinem Schloss abfackeln. Ist schon gefährlich genug, wenn wir einen hier unten drin haben. Lasst mich euch zeigen, wie wir diese Verteidigungsanlage hineinbauen. Lasst mich euch zeigen, wie wir die Verteidigungsanlage bauen. Zuallererst brauchen wir eine Position, wo wir die Blaze hinein positionieren können. Und das wäre hier in diesem Turm. Und ich möchte, dass es so gebaut ist, dass sie mir später hier oben rausschießt. Das heißt, wir müssen das obere Element öffnen. Dafür nehmen wir Pisten her. Wenn ich diese Pisten alle ansteuere, kann ich hier sie hochfahren und kann die Stufen nach unten schieben. Wie steuere ich die alle an? Ziemlich einfach. Wir brauchen einen soliden Block hier zwischen den Pisten und weiter unten einen normalen Redstone-Fackel drauf. Zack. Jetzt setzen wir hier unten drunter noch eine Redstone-Fackel an die Wand. Die werden wir ansteuern. Und hier. Und mit dem Hebel können wir jetzt hier hoch und runterfahren. Wie wir das hier noch genau regeln, das müssen wir noch schauen. Das hängt auch damit zusammen,
wie ich dann später hier das Sammelsystem für meine Farm da unten einbaue. Aber fürs Erste müssen wir uns da keine Gedanken drum machen. Das passt so. Und jetzt kommt der spaßige Part. Hier muss eine Blaze rein. Und zwar so, dass sie zu keinem Zeitpunkt abhauen kann, aber trotzdem in alle Richtungen schießen. Und da kommt der besondere Freund der Blaze ins Spiel. Schnee. Schneebälle, Schaden Blaze, Schneelayer nicht. Und das ist gut so. Denn ich platziere jetzt hier 7 Schneelayer, sodass oben noch 2 Pixel frei sind. Und jetzt fahren wir eine Blaze samt Minecart hier rein. Und die wird sich dann festsetzen und kann nicht mehr weg. Schienen sind verlegt. Jetzt können wir die Blaze hier rausfahren. Hoffen wir mal, dass nichts schief geht. Sicherheitshalber ziehe ich mir meine Rüstung an. Und dann schiebe ich sie hier raus. Zack, fährt nach oben, schießt nach mir, steht in Position und ist jetzt im Verteidigungsturm drinnen. Und wie ihr sehen könnt, schießt sie da oben auch munter raus. Und zündet alles in der Umgebung an. Damit sie noch besser verteidigen kann, möchte ich versuchen, sie noch ein bisschen tiefer zu setzen. Allerdings habe ich das Gefühl, dass ich dafür zu spät dran bin, weil ich nicht einzelne Schneelayer beseitigen kann. Wie mache ich das denn? Ich habe sie wieder rausgeschoben. Uiuiui, die ist ganz schön. Die will es wissen. Und jetzt lege ich weniger Schneelayer hier drauf. Nur 4, dass sie quasi nur zur Hälfte drin stehen. Kann man auch nur eine Slab reinlegen im Zweifel. Mal schauen, wie das ist. Und yep, jetzt ist sie perfekt in Position. Und je nachdem, wo man steht, wird man leichter oder schwerer getroffen. Wenn man aber nicht mehr getroffen werden will, zack, einfach zuschieben und es ist Ruhe. Und damit steht Verteidigungsstufe Nummer 3. Ich lasse das Konstrukt mal hier. Und ihr schreibt mir in die Kommentare, ob ihr wollt, dass sie noch mehr solche Blaze-Türme machen. Wir können sie theoretisch immer noch aufs ganze Schloss verteilen. Gefährlich wird es nur, wenn sie mein Holz attackieren. Denn ob ihr es wahrhaben wollt oder nicht, Blaze haben eine enorm hohe Reichweite und die Kugeln sogar deutlich höher, als deren Sichtweite reicht. Also wenn die hier auf mich schießen und der Feuerball fliegt irgendwo hin, wo Holz ist, dann fängt das schon wieder zum Brennen an. Es reicht, ich mache wieder zu. Ich glaube, die Verteidigungsanlage hat sich bewiesen. Kommen wir damit zu Stufe Nummer 4. Und ich verrate euch mal so viel. Das hier, das ist noch nicht Stufe 4. Das ist Stufe 5. Stufe 4 ist sehr ähnlich zu Stufe 5. Nur noch ein ganz schönes Stück effektiver. Geh dafür in den Nether. Denn auch hier habe ich schon eine Kleinigkeit vorbereitet. Stufe 4 wird eine Laserverteidigung werden. Das heißt, die Leute, die bei mir durch den Eingang hineinspazieren, werden von einer Laserschranke willkommen geheißen, wenn ich sie aktiviere. Und ja, hier seht ihr die Laserschranke. Das macht keinen Spaß. Ich muss aufpassen, ich bin ganz schön viele. Und die möchte ich so gut wie alle zu mir ins Schloss fahren. Ihr seid sicher neugierig, wie ich die dahin geschafft habe. Der hat mir Gott sei Dank Basti nochmal geholfen. Basti hat sich bereit erklärt, mir noch einmal zur Hand zu gehen. Und zwar machen wir uns jetzt auf in diesen Unterwassertempel. Schauen, dass wir alle Elder Guardians loswerden. Genau, und dann transportieren wir ein paar Guardians zu uns hinüber. Schritt Nummer 1 war es, einen Unterwassertempel ausfindig zu machen, der ganz nah an meinem Schloss liegt. Das war gar nicht so kompliziert, da mein Schloss sowieso mitten über dem Meer schwimmt. Einen Tempel gefunden, stellten wir allerdings fest, dass hier immer noch der Elder Guardian drin war. Zumindest mindestens einer. Und den mussten wir zuallererst beseitigen. Also ein paar Unterwasseratmungstränke gemacht und einfach munter hineingestürmt. Zack, den ersten hatte ich innerhalb von einer Minute direkt umgelegt. Hab den ersten. Wir stellten dann auch schnell fest, dass tatsächlich nur noch ein einziger in diesem Unterwassertempel drin war und alle anderen schon beseitigt. Ich machte sogar einen ganz tollen Fund. Es war ein Nether-Portal unten im Tempel bereits gebaut von irgendeiner anderen Aktion, wo jemand anders den Elder Guardian da rausgeschleppt hatte. Dadurch holte ich mir erstmal die ersten Guardians und so nutzten wir eine Anlage etwas weiter weg, die aber auch schon vorbereitet war als Guardian Farm. Leicht umgebaut und umfunktioniert konnten wir dann die Guardians ganz einfach Stück für Stück in Minecarts im Nether speichern. Und da sind sie und warten darauf, dass ich sie jetzt ins Schloss transportiere. Und das tun wir gleich, sobald klar ist, an welche Stelle sie sollen. Das heißt, wir bereiten die Stelle vor und dann müssen wir sie irgendwie über ein Nether-Portal da rein transportieren. Die Laserverteidigungsanlage soll relativ nah am Eingang sein. Hier haben wir gesagt, wir sind so ein bisschen die Gärten. Man kommt dann hier hinein, läuft dann die Spirale rauf, kommt über die Brücke und tritt nach der Brücke durch ein Tor hinein ins Schloss. Hier möchte ich die Laserschranken einbauen, denn wir haben hier ein wenig Platz. Hinter diese Wand lässt es sich wunderbar integrieren. Und alles, was ich dafür mache, ist erstmal eine lange Schiene, auf der meine Lasereinheiten Platz haben. Es ist vorbereitet. Es war ein bisschen kompliziert, diese ganze Technik in diesen engen Raum reinzukriegen, wie immer. Aber was wir jetzt machen können, ist, wir rechtsklicken hier. Ein Beobachter schickt das Signal nach unten. Und sowohl diese Treppe fährt sich ein, als auch
Die Wand fährt hier einen Block nach unten. Das Ganze ist eigentlich mit relativ einfacher Technik hier gelöst. Ignoriert die Technik, die hier hinten ist, das gehört zu einem anderen Projekt. Das hat das Ganze nur etwas verkompliziert. Aber im Grunde genommen ist alles hier schön in der Wand kompakt eingebaut. Wenn die Wände runtergefahren sind, werden die Guardians dahinter sichtbar und schießen hier durch den Schlitz nach draußen. Und ich habe nicht die Möglichkeit, hier über die Treppe weiter nach oben zu flüchten. Alles, was mir bleibt, ist die Flucht wieder nach draußen. Und das ist das Ziel meiner Verteidigungsanlage, die Gegner wieder rauszuschicken. Jetzt muss ich da nur die Guardians reinbringen. Und ich glaube, da machen wir eine ganz einfache Methode. Ich mache hier eine kleine Plattform, baue ein Nether-Portal hin, deaktiviere das Portal da oben und dann schicken wir die Guardians Stück für Stück hier durch. So die Theorie. Schauen wir mal, wie die Praxis ausschaut. Ich habe jetzt hier eine kleine Plattform bzw. ein kleines Gebäude hingebaut mit einem Portal drinnen. Jetzt deaktiviere ich das Hauptportal und aktiviere das Portal hier drüben. Dann schauen wir mal, wo wir rauskommen. Im besten Fall auf der Netherdecke. Ja, das hat geklappt. Dann müssen wir dieses Portal hier ebenfalls deaktivieren. Und wir stellen hier ein neues auf. Wenn ich jetzt hier durchmarschiere, hoffe ich schwer, dass ich wieder unten in dem kleinen Häuschen rauskomme. Das hat schon mal nicht geklappt. Schaut mal, wo ich bin. So ein Mist. Ich hoffe, da stand schon mal ein Portal. Nicht, dass das jetzt ein Dauerproblem ist hier unten. An meinem Inventar kann man erkennen, dass ich ein bisschen unter der Erde verweilt war, weil die Portale falsch verknüpft waren. Jetzt sollte aber alles passen. Hier rein und ich komme an der richtigen Stelle raus. Und zurück klappt das Ganze ganz genauso. Seht ihr? Wir sind wieder oben. Jetzt muss ich nur noch eine kleine Eisenbahnstrecke hinüberbauen zu meinen ganzen Laserkanonen. So, hier vorne ist bereits eine geparkt, sind zwei, bereits zwei geparkt. Die nutze ich gleich mal. Beziehungsweise den einen hiervon. Du bist gleich mal mein Testfahrzeug. Los geht's. Mit Minecart geht er da nicht durch. Deswegen einmal raus aus dem Minecart. Auf der anderen Seite müssen wir ihn gleich wieder in ein Minecart hineinbekommen. Okay, der ist... Irgendwie ist noch reinbekommen. Habe ich ein Glück. Sehr schön. Nochmal machen wir den Fehler nicht. Stellen hier gleich mal einen Minecart parat für den nächsten. Sie sind auf dem Weg. Sie sind auf dem Weg. Uiuiui. Sie greifen mich von allen Ecken an. Werde ich schauen, dass ich sie Stück für Stück nach drüben bringe. Und vielleicht sollte ich schauen, dass ich hier nicht alle auf einmal habe. Deswegen einer nach dem anderen bitte. Du bist der Nächste. Zack. Es klappt. Jetzt musst du nur noch in das Minecart rein. Hat geklappt. Und in Position. Yeah. Zwei Laserkanonen in Position. Ich weiß nicht, wie viele wir da hinkriegen. 5 vielleicht? Mal schauen. Bei der Gelegenheit habe ich auch festgestellt, dass die Guardians nicht durch so einen Block hindurchschießen können, weil die müssen mein Gesicht wohl sehen. Oh, meine Füße reichen denen nicht. Erst wenn sie mein Gesicht werden, sehen, dann werden sie aggressiv. Kann ich mich wieder hinstellen? Nope. Dann nicht. Hallo? Nope. Hallo? Nope. Das heißt, wir müssen da nochmal ein bisschen umbauen und müssen das so machen, dass sie mich dann auch zu Gesicht kriegen. Also, sobald er mich sieht, dann geht's los. Wir müssen die Reihe auch noch nach oben ziehen. Müssen wir uns das einfallen lassen. Jetzt holen wir erstmal alle Guardians. Oder bauen vielleicht erst um, bevor wir hier von 5000 Guardians beschossen werden. Jetzt habe ich das System umgebaut und jetzt klappt es auf alle Fälle. Weil wir haben hier jetzt 2 Blöcke Platz. Das heißt, die Dinger werden mich immer sehen und immer angreifen können. Hat natürlich einen Nachteil. Ich kann einfach hinrennen und sie umhauen. Aber, ja, nicht mit mir. Ich habe mir da was überlegt. Denn die sehen durch Netze hindurch. Und wenn ich jetzt hingehe und einfach Netze hier vorne, also Spinnennetze hier vorne platziere, dann kann man nicht hinrennen und sie umhauen, aber sie können hindurchschießen und sehen dich auch. Dadurch wird die Verteidigung noch effektiver. Gehen wir also wieder dazu über, die restlichen hier rüber zu schubsen. Machen wir das Ganze voll und dann bauen wir das System hier hinten wieder fertig. Es sind schon 4 in Position und es wird langsam echt gefährlich da drin. Uiuiuiuiui. Eventuell geht noch eins. Einer geht noch. Mehr, glaube ich, kriegen wir da nicht mehr rein. Aber das sollte genug sein. Schaut euch das an. Ist das nicht eine wunderbare Laserabwehr? Okay, ich muss ja mal ganz kurz hier eine gewisse Sicherheit schaffen. Damit ist Verteidigung Stufe 4 vollkommen fertig. Von hier schaut es nach wenig aus. Man kann erahnen, dass hier die Treppe eingefahren werden kann. Und auch hier mit diesen Falltüren ist es ja ein bisschen offensichtlich. Aber angenommen, ich werde verfolgt. Jemand stürmt hier rein. Zack, ich mache einfach hinter mir die Treppe runter. Und ich kann euch so viel sagen, raus ist leicht, aber rein ist es nicht mehr. Denn sobald du hier reinspazierst, nehmen dich die Burschen hier ins Visier und feuern auf dich, was gar nicht so angenehm ist auf Dauer. Das war Verteidigung Stufe 4 und wir kommen nun endlich zu Verteidigung Stufe 5. Stufe 5 ist eigentlich als Verteidigungswand gedacht, aber aufgrund von Platzmangel hier im Schloss machen wir eine weitere Verteidigungswand.
Decke hier rein. Das wird tricky genug. Denn sowohl diese Wand hier brauche ich, um in den Keller zu kommen, als auch diese, um den schönen Ausblick hier zu genießen. Folglich bleibt uns hier nur die Decke, aber ihr werdet gleich sehen, das reicht ohnehin. Für diese Falle nutzen wir die wohl stärkste Waffe in Minecraft. Nicht das Schwert, ist nicht der Bogen, es ist die Armbrust geladen mit Raketen. Denn wenn ihr die abfeuert, dann könnt ihr ordentlich Schaden machen. Und das System, das nutzen wir in unserer Verteidigungswand. Und spätestens jetzt ist euch klar, warum wir diese Mengen an Gunpowder brauchen. Wir haben auch schon wieder was produziert. Und wofür wir den Farbstoff brauchen. Wir müssen sehr, sehr fleißig Raketen machen. Jede Menge. Damit wir uns verteidigen können. Uns fehlt noch eine Ressource, aber die kriegen wir Gott sei Dank hier oben. Und zwar Papier. Meine Farm hier sollte auch fleißig gelaufen sein. Sieht gut aus. Da, glaube ich, kriegen wir die benötigten Mengen Papier auf alle Fälle raus. Und jetzt heißt es craften. Zuallererst mache ich Papier, dann mache ich die benötigten Firework Stars und dann können wir die ersten Raketen craften. Und wichtig ist natürlich jetzt, dass wir nicht nur normale Raketen craften, sondern spezielle mit diesen Firework Stars. Und desto mehr Firework Stars wir dazu packen, desto stärker wird die Rakete. Und ja, der Farbstoff reicht uns bei Weitem nicht. Aber ich habe natürlich eine Lösung. Die ist nicht ganz so hübsch, aber trotz alledem effizient. Wir greifen einfach auf Knochenmehl zurück und arbeiten mit weißem Farbstoff. Dann haben wir halt nicht nur rote Raketen, die Schaden zufügen, sondern auch weiße. Das hier wären die ersten 3 Stacks ready. Die packe ich da weiter unten rein. Und jetzt crafte ich so lange, bis mir das Gunpowder ausgeht. Eine Weile craften später habe ich fast 2 Doppelkisten mit Raketen voll und das ganze Gunpowder hier aufgebraucht. Das bisschen, das brauche ich noch als Notration, um mir wieder Raketen zu machen, damit ich weiterhin durch die Gegend fliegen kann. Also arbeiten wir mit dem, was wir haben. Einmal umlagern. Das System, das wir hier einbauen, funktioniert genauso wie bei dem Pfeilsystem. Das heißt, wir platzieren hier unsere Dispenser. Das Spannende hierbei wird allerdings nur mal wieder die Technik sein, weil die müssen wir dort auf relativ engem Raum hineinquetschen. Und ich bin ernsthaft am Überlegen, ob ich mir hier nicht vielleicht einen kleinen Anbau hinbaue, wo die Technik drin verschwindet, weil es schon sehr wenig Platz ist. Es ist kaum wieder zu erkennen, das ist der Ort, an dem man ohne Probleme sterben kann. Kaum vorstellbar, aber es ist so, denn hier oben in der Decke befinden sich unsere Dispenser, ansonsten schön dekoriert, scheinheilig. Wenn wir hier die Treppe raufgehen, kommen wir zur Technik, die ich, glaube ich, jetzt ganz kompakt und einfach hier untergebracht habe. Auch wieder mit 2 Beobachtern und dann wird das Signal hier unten an die Dispenser weitergegeben. Aktivieren lässt sich das Ganze auf 2 Art und Weisen. Man muss hier oben entweder auf den Notenblock drücken, dann wird hier nonstop gefeuert, bis man es wieder deaktiviert. Wenn man aber nur eine Salve ablassen möchte, drückt man diesen Knopf hier. Und durch den Steinknopf werden dann 5 Raketen pro Dispenser runtergeschossen. Könnte schon genug sein. Wenn man einen Holzknopf einbaut, sind 7 Salven. Ich verschließe den Technikraum und wir laden das System. Alle sind geladen und wir können zum Testfeuer übergehen. Einfach mal friedlich hier den Knopf drücken. Und da drin ist die Hölle los. Ich muss mich mal voll rüsten und einfach einmal testweise ins Feuer reinmarschieren. Oder nahe ran. Oh. Und ich war noch nicht mal mittendrin. Aber ich hatte die Rüstung vergessen. Nochmal Rüstung an. Okay, es ist trotzdem... Uiuiuiui. Also ich... Stellt euch mal vor, ihr steht hier in der Mitte. Ihr bekommt die volle Salve ab. Eigentlich müssten wir hier irgendwas noch in die Mitte machen, was die Leute sich dann so anschauen. Das war Stufe 5 und mit Abstand die effizienteste und stärkste, meiner Meinung nach. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Macht es gut und wir sehen uns im nächsten Video. Woohoo!